So, jetzt, genau. Ich habe gerade, ich habe richtig gestartet, irgendwie, keine Ahnung. Hm? Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Dings. Ja. Genau, so, wir wollten erstmal pennen gehen und dann gleichzeitig auch mal die Nacht überspringen. Wobei die Nacht schon echt geil ist, Alter. Ein Lieb möchte einfach weiterfallen in der Nacht. Das sieht so gut aus. Holy shit, Alter. Das haben sie echt gut umgesetzt. Kannst du einfach nicht anders sagen, du. Ich glaube, wir sollten einfach mal ein bisschen ich. Gut, hätte ich jetzt auch ein bisschen offscreen machen können. Aber ich bin gerade so geil auf diese Nacht, dass ich einfach mal kurz in den Kameramodus gehen muss. Also einfach mal schauen muss. Kann man gleich hoch? War denn das hoch und runter? Achso, cool, eh. Aber auch hier geht gar nicht. Na gut. Geht's auch neu mit optisch Zoom? Ah, oh, weil so nah ranzoomt darf man nicht, sonst verwischen diese weißen Pixel da. Also die ganz kleinen, die bleiben da, aber die da verwischt. Wobei, vielleicht soll es doch so sein. Ne? Vielleicht ist es ja auch gar kein Stern, sondern eine Nebelwolke, eine Staubwolke. Irgendwo weit weg in der Galaxie. Oh, da noch ein heller Stern. Wir brauchen Einstellungen. So. Da hinten. Indoor-Wasserpark. Ah, stimmt, wir haben auch letztens vergessen, Foto zu machen, ne? Da war ja auch Foto irgendwie, was er machen konnte, aber gar nicht gemacht. Ah, verdammt. Boah, Alter. Eieiei, ist das hell. Eieiei. Ist die Frage, von wo kommt die Sonne? Sonne kommt von da. Wir müssen da hinten auf den Hügel müssen wir rauf. Welches sind die Kamerageher? Ist das dann auch der Startpunkt? Für den Fotomodus? Nee, ne? Ist er nicht, ich bin immer noch hier. Okay. Interesting. Schon sehr geil. Es wird dark. Ah, sowas konnte ich echt ewig machen. Sonnenaufgänge, Untergänge. Schöne Grüße an die jetzt wieder mit ihren Handy nachts sich das Video angucken und erstmal die Bildschirmhelligkeit zu 100% hatten. Ich bin geblendet. So, okay. Wir wollen immer noch hingehen. Kommen wir hier raus? Wird relativ eng. Na, sieht aber machbar aus. So ein LKW würde ich gerne mal fahren.
Irgendwie habe ich voll Bock drauf, so einen kleinen süßen LKW zu fahren. Und dann damit erstmal 3000 Meilen über die Autobahn heizen. Let's go. So, die wichtigste Frage ist, wo können wir überhaupt pennen? Aber ja klar, nirgendwo. Gut, wir können da hinten wieder hinfahren oder wir können gleich hier hinfahren. Hier ist sogar Peterbilt. Ich würde mal fast sagen, wir fahren hier hin. Hier können wir auch alles machen, wobei... Ne, wir fahren mal doch hier hin, können wir auch gleich tanken und sowas alles. Ah, doch, mit Pferden. Erst mal Musik anmachen hier. Machen die schon wieder für Partys? Ah, ne, bringt nicht viel. Man muss ja eh rechts runter. Warum ist der Weihnachtslied dabei? What the fuck, dude? Ich bin doch am Arsch. Ah, ja, ja. Kann doch pennen. Nice. Let's go. Oh. 5% Verschleiß. Was? Hm.
Portugal hat sogar 6%. Das ist ja unfair. Tja, alles tauschen. 212. Wird gar nicht teurer. Ah, doch, jetzt wird teurer. Na gut, klar, alles tauschen. Ja, vielleicht ein bisschen viel. Ein bisschen zu viel ist gut. Ah, nee, lohnt sich nicht. Das lohnt sich alles nicht. So, Auftrag. Frachtmarkt. Bam. Mhm. Mal gucken, ob es noch etwas weitere Strecke gibt. Ich würde gerne mal hier in den Osten. Aber kann ja nicht sein. Das ist doch Bullshit. Eine Kacke. Tja, oder wir machen einfach mal eine Leerfahrt, ne? Das einfach selbst sagen, ja, komm, Fick auf alles. Wir setzen uns einfach selbst ein paar Marker und dann markern wir das Ganze mal hier. Zum Beispiel so. Oh, hier geht sogar das Kessel raus. Hochinteressant. Oh, 18 Wheels of Steel. Nice. Da haben wir, das ist doch das perfekte Ziel. Genau da fahren wir hin. Bam. Ausgeätscht. Easy. Das ist nochmal eine schöne Strecke. Let's go. Sind doch alles noch Sachen, die wir noch nicht erkundigt haben. Dann machen wir mal eine wunderschöne Leerfahrt. Können wir zwar kein Geld für, aber drauf geschissen. Hab gerade Golden City gelesen. Garden City. Aha. Meilen. Okay, danke.
Das ist aber ein bisschen feiner Art hier. Gerade wo wir bei der Werkstatt waren. Verdammt. Polizist, die müssen alle Strafzettel bekommen. Gibt's doch gar nicht. Wisst ihr, wie viel ist eigentlich mit den 14%? Also, die sind direkt Schaden. Okay. Das heißt, das, was man auf damals so bekommen hat, wenn man irgendwo halt scharf verursacht hat, ist tatsächlich alles das, was jetzt hier ist, 1:1 übernommen. Und verscheißen wirklich nur Sachen, die halt wirklich über die Zeit laufen. Ja, zum Beispiel haben wir die Reifen damals auch über Zeit Schaden bekommen. Und das hier jetzt tatsächlich auch hier wirklich verschleißt. Das heißt, Schaden ist wirklich nur, wenn die halt wirklich irgendwo, schätze ich mal, gegenkommen, I don't know. Wenn die zu hart auf die Straße fallen oder so, I don't know. Oh, mit Laternen, ey. Dodge City. Schranke da vorne geht der echt schon früh zu. Alter.
Naja, ich will kurze Rotphase, ey. Grünphase. Ja. Wie ist der Motor sagen? Kam ich gerade beim Drücken auf die W-Taste, also auch auf die E-Taste? Unerhört. Unerhört sowas. Das ist ja dafür. Schöner. Was sind das für Schilder da mal? Ach, das waren Ampeln. Da waren Lampen dran, oder? Toll. Kann ich hier jetzt mal rein, oder? Nee, ah nee, jetzt ist noch zu früh. Aber hier kann ich rein. Ja. So. Was erzählst du mir dann? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Let's go. Jetzt ist aber nur noch wieder den Reifenverschleiß. Hier können wir gut wenden. Okay. Wir können vielleicht hier außen rumfahren. Sieht eher aus wie der reguläre Weg. Ja, oder vielleicht auch nicht. Überhaupt nicht. Ne, ist auch ein Kreisverkehr. Hat sich ja voll belohnt. Aber schauen wir mal, meint ihr doch lang gekonnt. Ach, gut, außer jetzt eine Alpha-Wand. Warum sind hier keine Kreuze? Aber guck mal, da hinten hätte man lang gekonnt. Ne? Da wo hätte man dann doch lang gekonnt. Aber ja, hier sind Alpha-Wände, die nicht ausgeschildert sind. Das ist sehr interessant. Wenn wir schon jetzt Fotoapparate verpassen, dann wissen sie die Kamera mal mitnehmen. Alter, guck dir das an. Gut, die Windräder hinten sehen alle ja schön groß aus. Ob das so rechtens ist, weiß ich nicht. Jetzt nicht so viele Stadtteile, sondern lieber so Landschaften. Die werden jetzt auch schön, aber kaum so Landschaften sind so geil.
Also, so sehen die Windräder eher richtig aus. Vorhin bei der Perspektive sah es ja aus, als wenn die Rotoren den Boden berühren würden. Das war ja super groß. Wir sind schon da vor Ort. Sehr schicke. Sowas mag ich. Soll es das mit der Folge auch gewesen sein? Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.